Aus Angst vor einem Anschlag nutzt der russische Präsident Wladimir Putin für Reisen innerhalb Russlands offenbar nur noch einen gepanzerten Zug statt eines Flugzeugs. Das haben Recherchen der oppositionellen Rechercheplattform Dossier Center gezeigt. Optisch soll der Panzerzug ähnlich aussehen wie die russischen rot-silbernen Fernzüge. Die Ausstattung ist jedoch anders. Laut den Investigativjournalisten gibt es eine Sonderpanzerung, einen extra Schlafwagen, ein Büro für Putin und einen Wagen für abgeschirmte Kommunikation. Außerdem besitze der Zug Antennengehäuse auf dem Dach. Laut den Recherchen steht der Zug lediglich für zwei Menschen in Russland bereit, Putin und seinen Premierminister Michail Mishustin. Die Fahrten werden stets so gestaltet, dass der Zug immer Vorfahrt hat und dauerhaft Höchstgeschwindigkeit fahren kann. Für den Zug sei in Moskau offenbar extra ein Bahnhof umgebaut worden, inklusive VIP-Räumen, berichtet das russische Portal SOTA.